Bainsword. Und Convoke Violent Eruption of Powerful Tentacles. Das ist mein Curse. Okay, die ändern sich also jede Runde. Und ja, jetzt können wir die Knochen einsammeln. Und ja, mein halbes Herz ist weg, so wie die Map Reveal auch, und das heißt alles andere wahrscheinlich auch. Naja. Sonst wäre es auch ziemlich OP. Oh, warte mal, da können wir noch Gras kaputt hauen. Ich vergesse das hier manchmal. Wupp, wupp. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Der Baum sieht irgendwie nicht so... Was zur Hölle habe ich dafür ein Herz eingesammelt? Ist das so wie bei Binding of Isaac, so ein Damage Heart? Okay, man kann die nicht stunnen. Und ja, es ist ein Damage Heart. Aber nicht nur, wenn es kaputt geht, sondern auch bei Hälfte Herz. So, hier wird es einen neuen Follower geben. Und sowas Komisches. Und was ist das? Das und das? Bin gerade unentschlossen, wie ich am besten vorgehen soll. Es ist also auf der einen Seite hat es natürlich den Vorteil, wenn man viele Follow hat, kommt man schneller an Upgrades und sowas alles. Der Nachteil ist aber, ich brauche aber auch genug Essen für die alle. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die Follower Road gehen will. Und auf der anderen Seite interessiert mich auch dieses hier. Das ist halt irgendwas Randommäßiges, denke ich mir einfach. Aber was ist das Haus? Okay, bevor wir hier weiter auf die Typen draufhauen, gucken wir erstmal, was wir hier so kaufen können. Ach, ich durfte mir nur eins auf... okay. Don't you dare touch my love. Ah, wir können Knochen von denen einsammeln. Das machen wir doch. Fische auch. Und... I'm warning you, ich hab... Curiosity killed, in diesem Fall wahrscheinlich the lamp. Komm, trau dich!
Okay. You've bested me. My laughs on all goes unavenged. You heartless villain. Just don't hurt us anymore, and I will continue to do business for you. Acquired massive monster shrine. Pray to the mighty monster. Kann ich die denn töten? Sieht nicht danach aus. Overall weapon damage increased. Nice. Steel Devotion. So it is true, the Red Crown sits upon the brow of another. What? How? We did everything we could do. It matters not, we need to bother Shimura with this. Deal with it, brother. As you commence, my sister. Use a red heart to gain Taoro card. Holy shit, Archers. Flaming Shot, was bringt eigentlich das mit den Tentacles hier? Die gefallen mir doch irgendwie mehr. Glaube ich. Auch wenn das andere vielleicht mehr Schaden macht. Temperance Chance of gaining a heart when killing an enemy. Damages everything on screen. Also, deceased heart. Ah, ich glaube, ich nehme eher das. Ja komm, wir equippen mal das und recyceln das. Alles kaputt hauen. Follower will never sleep. So, dann gucken wir doch jetzt mal, was das hier ist. Blumenwiese? Pray. Your possessions will follow you through death. Und ganz viele von diesen Blumen. Was auch immer die bringen. Dass my possessions me through death followen, ist auch sehr praktisch.
Das ist jetzt Level 3, den equip ich mal. Weil so viel Unterschied zwischen den beiden gibt es, glaube ich, eh nicht. Eine kann vielleicht mehrere treffen. Und die ist hart, das ist nice. Rechts oder links, rechts oder links. Step forward, beast. From the swirling mist of chaos that surround. Allow me to regard your folly. You carry the weight of ageless centuries upon such diminutive shoulders. Yet what is this? It seems your stature is deceiving. A weapon is not without the hand that wields to fell enemies, to defend honor, to break chains. Let your crown take the form of one of these works of iron, forged in everlasting fire. May you wield them well, promised liberator. Ich glaube, ich nehme doch die Axt. Ich glaube, ich habe meine Meinung zu langsamen Waffen geändert. Einfach alles kaputt hauen. So wie Link bei Zelda. Also gerade bei Bossen sind langsame Waffen, die mehr Schaden machen, glaube ich, besser. Kannst du ja einmal draufhauen und dann abhauen. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht weiß, was die machen. Kann der auch noch was anderes? Haben Gift verreckt. Gold Nuggets. Nehmen wir mit. Davon haben wir noch nicht so viele. Heretics defeated. Do not make the mistake of becoming the servant of your followers. They are for you to use to your advantage. Their faith is a resource spent as you would gold. But you can always regain the trust with a well-placed gesture of kindness. Let it empower you, let it give you license to do unspeakable things, bend them to your own will, grant you to the power to read their feeble little minds. Followers command unlocked. Interact with followers to read their thoughts, as well as see how hungry, tired, or sick they are. You have declared a doctrine which has granted you new follower action. When interacting with followers, this action will be available to you.
Okay, dann kann ich jetzt gucken, wie es den einzelnen Leuten geht. Aber im Endeffekt einen groben Überblick habe ich ja schon oben links. Lass mich doch mal bitte hier das Ding sauber machen. Was willst du von mir? Great leader, the cult is growing by the day. It is time to give it a name. Natürlich, der Dixes Dönerhof. Ein Zeichen geht noch, aber... Except. Dixes Dönerhof. That's a nice ring to it. Yes, it does. Aber es gibt auch Fertilizer, wenn ich die Kacke einsammle. Choose Color. Muss auch rot werden, wenn du schon keine Variant hast. Warum wirkst du so unhappy damit? Achso, der ist einfach nur konzentriert. Barbatos ist auch ein guter Name. Was kannst du denn so? Heals 50% faster when sick and in bed rest. In recruiting this follower immediately gain 10 faith. Und warum sind die alle so hart zu Level-Affen? Worship. Ihr könnt alle worshipen. Und wir lernen jetzt erstmal hier das Sleeping Bed. Dann receiven wir noch mehr von der Devotion. Und dann lernen wir hier das Farming Bundle. Wir gehen hier voll auf Selbstversorgung unserer Kolonie. Kalt 2. Na gut, kann ich noch nicht. Farmer Station. Die kommt natürlich hier rüber. Und das Silo kommt auch hier so hin. See the thoughts of the follower, das ist das, ne, oder? Oder ist das eine Action choosen? Thoughts. I need somewhere to sleep. Ja. Okay. Zelt anscheinend. Dann performen wir mal ein Ritual. Also das würde ich jetzt nicht um das Feuer herum tanzen, sondern eher am Feuer tanzen. Aber okay. Indoctrinating followers is well and good, but there is so much more you can take from them. Give them gifts, complete quests, and perform blessings for them, and you will increase their loyalty to you. Once they are totally loyal to you, they will give you everything they own. Watch as I show you, you follower, come back in here. Increase the followers' loyalty to level them up.
and they will reward you with devotion and command stone fragment. Each time a follower levels up, they will generate additional devotion when at a ceremony or worshipping at the shrine, so be sure to cultivate the loyalty. To increase their loyalty, you can give a follower a blessing once a day when you interact with them. You can also give them gifts, complete quests for them, perform ceremonies and many other actions. The more loyal followers you have, the stronger you'll become. I have much to teach you, but I am old and grow weary. Visit me at my home and I will show you how to harness the true power of the Red Crown. Only check. Machen wir erstmal noch ein paar Betten. Wir brauchen Holz. Alter, das dauert so ewig, diesen scheiß Baum da abzuhacken. So. Betten. Ihr pennt natürlich alle neben dem Haus hier. Ja gut. Rip you. Interact with any follower and perform a blessing. Der war doch gerade noch wach. Na gut. Dann gehen wir wohl erstmal da oben zum Lonely Shack. Oh, was ist das? New animal form for your followers can be taken. Also Secrets. I must thank you by relieving me of my duties to have granted me what I desire most, peace. Now that I have taught you everything you need to know, I can pass my days playing knuckledowns. I have friends on their way to join me for a game or two as we speak. A rowdy bunch to be sure. But now I am retired, I am free to enjoy myself. Ja, erstmal ein bisschen Devotion abzocken. Make Offering. Okay, hab ich nicht. Berry Bushes kann ich auch picken. Gleich mal was zu essen machen für die. Present! You have discovered my humble cottage. Be careful you don't make the same mistakes I did, or we will end up in a place just like this. Now perhaps a game of knucklebones, you don't know it, why it's simple. Step up to the table and I will show you. Erstmal presents. A gift to raise the loyalty of your followers. Oop. Play knucklebones. How to play, ja. Your score is calculated by adding all your dice together. When dice of the same number are placed in the same column, multiply their value. Destroy your opponent's dice by matching yours to theirs. Okay.
Okay. Holy shit. Holy shit, das zerstört auch noch beide. Ist ja voll OP. Kann er jetzt auch alle drei zerstören, wenn er ihn da hinsetzt, theoretisch? Ach du Scheiße. Doch auf meine Würfel kaputt zu machen. Warum wirft der denn die ganze Zeit so hoch? Das ist doch voll OP. By the one below, you're a natural here. You've earned yourself a prize. Hero Card unlocked. Gain an extra heart. Now you've had a taste of the game. Get away, there's some coins. Ach, probieren wir das ganz doch mal. Wenn er nicht wieder die ganze Zeit so hoch würfelt. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, aber egal. Oh, ich dachte schon, ey. Jetzt der hinsetzt, ey. Seine 6 kaputt machen soll. Noch 6. Und noch eine 6. That's over for you. It seems fortune is not on my side. No matter, you played well. Na gut, gehen wir erstmal zurück nach Hause. Jetzt ist es ja wieder Tag. Dickstes Dönerhof. Wunderschön. So. Give blessing. Dann noch ein Gift. Ein Level up. Und dann ein Reward einsammeln von einem Leveled up. Da, du bist ja schon ein bisschen weiter. Kann ich dir denn jetzt auch noch ein Blessing geben?
Nice. Great leader, when times are tough, we can cook grass meals. Followers won't like it, but it's best. But it beats starving. Try it now. Okay. Ich denke mal, das ist das. Wer ist denn Jarein Jul? Ist er das? Ja. You are the divine. Okay, ich kann den allen Blessing geben. Dann sollte ich das auch jedes Mal machen. Und jetzt natürlich was zu essen machen. Eins, zwei, drei, vier. Ne, fünf. Flupp. Guck. So, und jetzt können wir Might of the Devout 2 machen. Increases. Was stand da? Increases starting level of weapons? Oder was war das? Irgendwie sowas. Ground. Okay. Declare new doctrine. Instruct them to religious running the daily bread. Reassure them that death is not the end. Have them proffer both labor and love. Teach them the true meaning of obedience. Preach on the value of earthly goods. Machen wir mal Obedience. Punish sin or celebrate virtue. Unlocks the birder follower action. A simple solution to many problems that some followers may find this upsetting if they are awake to witness it. Perform a ritual at your temple in which you can ascend a follower's spirit to a higher plane of existence. All followers gain loyalty. Das klingt doch besser. Was kostet das? 75 Knochen. Und natürlich ein Follower. Dann gehen wir jetzt noch einmal in den Darkwood rein und danach unlocken wir auch irgendwas. Finally, let us end this.
I'll be awaiting you in my temple. Come, witness true power. Oh, ja. Okay. Aber danke, dass du mir Waffen da lässt. Knocks back enemies within your range while also damaging them. Also noch ein Grund, ganz viel Gras einzusammeln ist, weil wir da gegebenenfalls von überleben können. Hungertechnisch. Jetzt wachsen hier auch überall diese Blumen. Ich weiß nicht, was die uns bringen. Was bist du denn? The Stature of the Beast Desires Gold. Ja, und was bringst du mir? Oh, ganz viel Food. The statue rewards an abundance of food. Kriege ja auch ganz viel Gold. Also warum nicht? Ich könnte noch mehr Gold ausgeben, aber irgendwie... Ah, weiß ich nicht. Holy shit, ich bin vergiftet. Was passiert hier? Nicht in die Fallen rein, bitte. The persistence is beginning to annoy me, little lamp. You may think yourself clever. You may think yourself righteous in your service to him. But you should not be so trusting of the chained one. Oh well, it's too late for talk. One such as you deserves no absolution. This will be the end, well, for you. Die sind wahnsinnig, die stehen auch in den scheiß Fallen drin. Der Dolch ist irgendwie scheiße, der hat so eine kleine Range. Greift so ultra schnell an. Die Range von dem ist halt echt absoluter Schmutz. Die Fledermäuse können außerhalb fliegen, das ist auch nervig. Ist das eine Herz hier noch da? Ja. Ach nee. Wie sieht's aus, schreibt sie. Ach nee.
Mehr Tarotkarten. 10% deal critical damage. Ja, jetzt kriege ich schon auf andere Weise hoffentlich. Increased chance to spawn better chests, ja hoffentlich. Da haben wir wieder so ein Village. Was haben wir hier oben denn? Das sieht interessant aus. Dem Herzchen-Swap da. Ups. Okay, so kann man natürlich auch die Devotion stehlen. Der explodiert. Das ist gut. Crusader's Blade 5 oder ne, ich nehme das hier. Ich kotze ja Dolch und seine Range Ultra an. Guten Tag. Guten Abend, meinst du? Oder guten Abend. So, warte mal. Oberen Ding. What the fuck? Was, der Mund? Du bist gerade bei Twitch, oder? Ja. Nee, aber für die Zukunft, wenn das heißt, ich wollte das, also wenn ich sowas schreibe, wie ich will gleich streamen oder so, dann heißt das mit anderem... Ich bin schon in der Vorbereitung. Das heißt aber nicht, dass du schon angefangen hast. Nee, habe ich. Als ich das geschrieben habe, habe ich auch noch nicht angefangen, aber da habe ich dann halt. Ja, ich weiß, aber das ist so. Ich habe vielleicht gedacht, du schreibst nochmal, bevor du anfängst. Egal. Ist scheißegal. Warte mal, ich mach mal eine Bildschirmübertragung im Dings, ne? Okay. Warum macht er jetzt den Text weiter? Ich bin nicht bei Inke. Hey, egal. Let me show you. Der Fisch mit dem Schnauze. So. See, now get out of my... Ah, also, du bist viel weiter als ich, obwohl ich früher angefangen habe als du. What the fuck? I'm fast as fuck. Rennst du durch das Spiel? Nö, ich hab mir alles durchgelesen. Wieso bist du dann schon weiter als ich? Das muss ja gerne.
Fragen wir so, bist du denn schon mal gestorben? Aber ich muss das Spiel leiser machen, nicht dich lauter machen, sonst verstehe ich dich nicht. Mann, wo ist meine Maus? Ja. So, also, bist du gestorben? Ja. Einmal. Dann ist das schon mal ein Faktor? Ich wusste nämlich nicht, dass man da sterben kann. Was sagen denn die Herzchen? Ja, keine Ahnung, ich habe das nicht gesehen am Anfang. Ich dachte, man ist noch in der, also ich dachte noch, ich wäre so in der Probezeit oder Tutorial-mäßig oder irgendwie so. Naja, whatever. Ah, die Grafik ist jetzt erheblich schlechter. Aber naja, whatever. Ah ja, bitte die Axt. Max, die Axt? Ich finde die ultra langsam, das hat mir am Anfang nicht gepasst, aber die hat eine höhere Range. Eben. Und es ist viel besser, damit Damage zu machen, weil du dich dann eher aufs Ausweichen konzentrieren kannst. Weil du halt ich mag eher die schnellen Waffen, weißt du, damit ich mehr austeilen kann in einer kürzeren Zeit. Ich eigentlich auch, aber dann ist das halt hier so, dann haut man drauf und dann kriegt man halt einen Hit ab. So ist es so, ja gut, du weißt sowieso, die ist so lahmarschig, du kannst nur einmal draufhauen und dann kriegst du halt nicht so viel Schaden. Nee, ich kann nicht so gut zielen mit dem Scheiß, deswegen schlag ich lieber 1000 Mal. Naja, jeden das seine, ne? Ich meine, da kann man ja aussuchen, welche Richtung man geht sozusagen. Ohne Mist, als ich das erste Mal die Axt hatte, habe ich gesagt, ach nee, so ein Scheiß, ich will ein Schwert wieder haben, ja, ich mag lieber schnellere Waffen und sowas. Aber dann, als ich mich ein bisschen an die Axt gewöhnt habe, fand ich die danach eigentlich besser. In welche Richtung gehst du mit den Attributen vom Kult erstmal? Also brutal und Opfergabe oder so heidscheilig? Habe ich mich noch nicht so richtig entschieden. Nee, du bist doch weiter als ich. Also müsstest du eigentlich das erste Ding schon eingelöst haben. Also. Welches erste Ding meinst du denn? Wo man aussucht, einer geht ja gegen dich von den Kultanhängern. Dann musst du ja entscheiden, wie du mit denen umgehen sollst. Das hatte ich noch nicht. Was? Bist du jetzt... Okay, wahrscheinlich... Wahrscheinlich bist du weiter in der Story mäßig. Aber nicht weiter bei den... Kult... Meine Kultleute glauben halt an mich, so. Meine Fresse. Das muss doch als... Das ist doch in den Tutorial-Ding so mäßig drin. Also du musst ja die Scheiße. Das Tutorial habe ich abgeschlossen. Ja, aber es gehört ja so zu den. Ach, keine Ahnung, Mann. Wir können ja gleich mal gucken, wenn ich wieder im Dorf bin. Wahrscheinlich hast du die ganze Zeit durchgezogen, ne? In den Level. Nö, ich habe die Quests gemacht halt. Ja, aber du bist wahrscheinlich mehr in den Leveln gewesen als ich. Nur wenn sie Quests verlangt haben. Ach, ich versuch doch nur irgendwie schlau daraus zu werden. Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich sag dir halt auch nur, wie ich gespielt hab. Also ich würde instant auf das Schwert gehen, einfach nur. Nee. Ja, mit der Axt klopft man viel besser raus. Oh, warte mal, ich sollte die Sachen vielleicht recyceln. Ja, das geht ja auch noch. Vergessen. Gibt zwar nur einen Coin, aber. Ist egal, Hauptsache etwas. Tentakel finde ich geil. Als Superpower. Ja, aber ich finde die Explosion eigentlich besser. Ja, das Ding ist super. Aber ich finde die Tatsache an sich, dass Tentakel einfach eine Option sind. Ach so, ja. Die Animation davon mochte ich auch. Ach, Tentakel. Boss. Ach, Hentai. Also du warst auch noch nicht beim Boss. Nicht in der Tür. Also die Tür habe ich noch nicht geöffnet, ne. Ich habe die
kleineren Bosskämpfe. Hab ich noch nicht. I grow tired of you, little lamb. Time to put an end to this frivolous masquerade. Jetzt bin ich mal gespannt. Tschüss, ich dich noch sein. Der hat seine ganzen Follower umgebracht. Dang! Das ist ein pelziges Vieh. Welche Schwierigkeit hast du denn gewählt? Auch Medium? Da ich das erstmal antesten wollte, habe ich erstmal Easy genommen. Sogar Easy. Weißt du, ich so, ja, erst... Später kann ich ja noch einen anderen Spielstand machen, so. Wo ich das Game kenne. Sag ich mal so. Ja, das denke ich mir auch, aber zu hart und extrem hart. Meine Fresse. Ich habe, ich bin einfach nicht jemand für Slasher oder irgendwie so. Ich mochte halt den Aspekt von dem Game, dass man auch mit seinen Followern redet und die etwas beeinflusst und so. Mir gefällt das bisher auch ganz gut. Ist so ein bisschen wie Binding of Isaac, aber irgendwie dann ja, mehr. Ja, hat mich auch daran interessiert. So. Nur mehr Socializing sozusagen. Ich habe aber auch das Gefühl, ich müsste meine Sensibilität für meine Maus hochstellen. Also ich spiele mit Controller. Ja, das habe ich schon gehört. Bei deinem Thema. Wird ja auch empfohlen. Ja, aber ich habe ja nicht. Ich habe doch kein Geld, Mann. Heart of a Heretic. Na geil! You have taken the beating heart of a heretic. The Red Crown can feast upon this heart to unlock new crown abilities. Visit the altar in your temple to unleash the true power of the Red Crown. Vielleicht ist aber auch das komplett anders vom Geschehen her. Also nicht komplett anders, aber vielleicht. Ja, so ein bisschen gerandomized. Wegen der Schwierigkeitsgrad, so, ne? Ich hätte jetzt eher gedacht, dass so manche Events einfach random sind. Das kann auch sein, keine Ahnung. Money! New Animal Form. Den habe ich schon. Healing Lishy. Hast du das Spiel eigentlich auf Steam oder auf diversen Seiten? Diversen Seiten also. Ist das hier eine Frage der Legalität? Nein, es ist eine Frage, ob auf Steam oder diversen Seiten. Wir machen hier natürlich alles nur legal. Wir machen hier doch keine illegalen Sachen. Ja, natürlich legal. Heretics defeated. Ich war heute einkaufen. Ich habe schon genug Geld ausgegeben. Ich habe so eine Kühlgel-Zeug-Scheiße geholt. Von der. Wofür? Wenn die Tage wieder heiß sind, weißt du? Ach so. Lashy fell before you, like a grain of sand before a tidal wave. Okay. Das wäre noch geiler, hättest du so einen Stimmverzerrer. Wie das? Ah, ich krieg immer wieder das Bild von deinem Fisch. What is a shepherd without a flock? Besser kriege ich es nicht hin. Meine Fresse, wenn das hängt, dann sehe ich immer wieder den Fisch, du. Könnte ich vielleicht so reden? Ist das besser? Oder ist das besser? Du bist leiser dadurch, bro.
Vermummt. Vermummt. Dixes Dönerhofhof. Yay! Helle Mucke, Alter. Aber Cthulhu habe ich noch nicht bekommen. Das ist schade. Dann ist das wirklich random, wa? Cthulhu hatte ich von Anfang an. Jetzt bin ich beleidigt, Alter. Ich habe einen scheiß, sowas Eagle oder so bekommen. Du kannst doch deren Form ändern. Ja, aber ich meine, ich will das auf natürliche Weise. Also ich färb die ein, so. Aber ich will die Rassen nee, auf natürliche Weise so. Ich habe auch alle. Ich habe auch alle so belassen, außer Cthulhu, weil der war, glaube ich. Ich weiß nicht, was der vorher war. Ich glaube, ein Hund oder so. Ah, dann hatten wir wahrscheinlich doch die gleichen. Jetzt muss ich mir merken, welchen ich schon ein Blessing gegeben habe und wem noch nicht. Okay, der hat schon. Hast du Gedankenlesen noch nicht? Nee, ne? Doch, hab ich. Und dann kannst du es auch sehen, da. Ja gut, ich sehe es aber auch daran, dass wenn ich aufs Blessing gehe, dass das ausgegraut ist. Sehr gut. Kacke einsammeln. Ich bin gerade da, wo ich fertig bin, dem einen Typen seine Scheiße zum Fressen zu geben. Als Prank, weißt du? Mhm. It's a prank, bro. Okay, ich brauche noch einen Seed Collector. So, hast du die Felddinger nicht in dem. In dem. Weil ich das vorher noch nicht hatte, als ich das Feld angelegt habe. Ah, du kannst das umstellen, ne? Das weißt du. Wie denn? Auf C. Also du gehst auf das Bauding. Auf das Bauding. Dann auf C. Ach, da unten, Edit Buildings. Oder bei dir war das ja X, keine Ahnung. Dann schön da rein. Ich fand das voll geil. Warte mal. Geht das mit Maus besser? Alles einzeln. Nee, das geht mit Maus nicht besser. Ich dachte, ich könnte es mit der Maus zack, zack, zack machen. Leider nicht. Ja, es gibt ja, es ergibt ja Sinn, die da drin zu haben. Ja. Nur ich hatte halt die Felder, wie gesagt, schon vorher angelegt. Ja. Ich hatte zum Glück nur drei, bevor ich das Ding gebaut habe, so. Also hatte ich nicht viel zum Umstellen. Schön im Kreis aufstellen alles hier. Schön, ja. Meinst du, es macht Sinn, Wege zu bauen in dem Game? Also keine Ahnung, guck doch mal, was das bringt, wenn du da drauf. Also, wenn du was. Da steht ja bei allen Sachen dran, was es bringt, wenn du die baust. No, ich kann hier nichts hinstellen. Okay. Naja, egal. Hoch. Es ist so am Leck gewesen, tut mir leid. Jetzt muss ich nochmal alles umstellen. Muss nicht, aber. Nee. Dafür ist die Mucke ziemlich süß. So, symmetrisch. Baut das Ding hier mal fertig. Ich will nicht mit dir sprechen, ich will damit helfen zu bauen. Aber es geht irgendwie nicht, da sind zu viele Leute dran. Divine Inspiration. So, Cult 2. Okay, dann bitte. Ich einfach weiter mit. Ja, dann hast du einfach drauf gewartet, dass die Devotion da reingehen. Da bist du dann aber selber dran schuld. Ich hab nachts über gesammelt. Da fliegen ja diese roten Dinger rum. Ich hab die einfach alle eingesammelt.
So wie die Spinnen auch. Für Futter. Hm. Keine Ahnung, ich war noch nie nachts hier. Du warst noch nie nachts. Okay. Das ist echt Flash gewesen. Hallo, ich bin weiter in den Dungeons, also sei mal ruhig. Ja, eben, sag ich doch. War's halt weiter Slash. Mehr Slash natürlich. Scarecrow? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Prison. Das sollte ich machen, Alter. Weiß nicht. Send your followers on a holy quest to gather resources. Is it if they make it back alive? Oh Gott. Ja, wenn du noch nicht viele Follower hast, macht das glaube ich dann nicht so viel Sinn. Nee, dann lieber Stone Mine oder so. Ich habe erstmal auf, dass die glücklicher sind. Also ich habe erstmal das Zeltdingsbums gemacht. Dass sie sich halt nicht gegen mich hieben, sag ich mal so. Ach, das werden sie schon nicht. Schön die Zeremonie wieder abhalten hier. Das ist, glaube ich, das, was ich meinte, ist, glaube ich, das ganz recht. Brown. When killed on a crusade, run for the first time, sacrifice a follower to be resurrected. Once a day, eat a meal to receive a heart. Focus whilst on crusade, run to instantly return to base. Oder receive a deceased heart at the beginning of each crusade run. Ja, nehmen wir doch das. Der Grafikstil generell erinnert mich auch sehr an Don't Starve. Ja, es ist halt so ein Mix aus Don't Starve und Isaac, ne? Gefühlt. Mhm. Nur etwas niedlicher. Guck,